Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden jetzt auf Firat und Kayai reagieren. Ich hoffe, ich habe den zweiten Namen richtig ausgesprochen. Der Song heißt Arabamba, also auf Deutsch übersetzt mit meinem Auto. Ob der Song uns gefallen wird, das werden wir jetzt sehen. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die zukünftigen Videos nicht verpasst. Firat und Kayai, Arabamba. Okay, senden gezdireyim arabamdan, gidelim buramdan. Also komm, ich mache einen Spaziergang mit meinem Auto mit dir und wir gehen weg von hier. Der Beat wirkt ziemlich sommerlich, ein bisschen spät, glaube ich, für die Jahreszeit. Aber, also es wird jetzt sehr langsam wieder Herbst, aber Beat ist schon mal sehr schön. Das sieht aus wie das Hotel, so ein bisschen, wo ich in Antalya war, so, oder auch allgemein so Hotels in Antalya. Und Kayai, anscheinend türkisch, alles. Ich kann mal so ein bisschen immer versuchen, das zu übersetzen. Ja, okay, er kann auch Deutsch, super. So, sorry, ich kenne den Künstler nicht, also Firat kenne ich, aber ihn kenne ich nicht. Bebeim Gel, also heißt Baby, komm, Baby, komm. Und den deutschen Part, den könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken. Okay, das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten, Leute. Ich glaube, Arabisch? Ja, bin ich raus. Kenne ich nur ein bisschen, aber auch nicht so, dass ich jetzt flüssig alles übersetzen kann. Die Zeit gehört nur uns. Komm, ich gebe dir das, was du willst und so. Schön. Betrachten wir uns den Style, haben wir hier auch ein LFDY-T-Shirt gehabt. Und ja, sommerlich gehalten. Aber im Sommer sich komplett schwarz anzuziehen, Junge, da wirst du schwitzen. Da wirst du echt schwitzen. Die Zeit ist also sehr schnell verflogen und du gehst einfach nicht aus meinen Gedanken raus, sagt er. Okay, wenn wir uns so mal den ganzen Vibe betrachten, ist das wirklich sehr sommerlich gehalten. Schön, das Musikvideo ist auch sehr schön, also mit Sonne und es passt perfekt in die ganze Türkei und so rein. Also ich denke mal, dass sie in der Türkei sind, weil das sieht mir schon sehr nach Antalya 5-Sterne-Hotel aus. Ja, und Firats Style ist, ja, Kenzo-T-Shirt, Palm Angels Trackpan, eine goldene Kette und der nice Golf, das nice Golfauto. Okay, benutzt jetzt hier viele türkische Kosenamen. Balum Benim, mein Honig. Also es hört sich auf Deutsch wirklich nicht nice an, aber das sagt man. Oder Gülüm Benim, meine Rose. Ja, es sind türkische Kosenamen, die im Deutschen sich nicht ganz gut anhören. Okay, also sie ist ganz anders, sie ist ganz anders. Er hat so ein Mädchen wie sie noch gar nicht gesehen. Und, aber sie ist so anders, dass er sie immer noch nicht entschlüsseln konnte, wie sie denkt, wie sie ist. Das sagt er. Ich habe mein Herz dir gegeben und deine Liebe, beziehungsweise unsere Liebe, hat mich blind gemacht. Leute, ich soll Übersetzer werden. Ne? Ich soll Studium hinwerfen und Übersetzer werden. So süß, dein Gold glänzt wie Karamell. Süß. Gold und Karamell, sehr, sehr gleich die Farbe. Karamell ist doch mehr so kackbraun. Seni gezdere.
Aber die Atmosphäre ist wirklich schön. Also ich bin jetzt ja erst seit einer Woche wieder in Deutschland. Und ich muss sagen, Leute, ich wäre jetzt gerne da und nicht hier, wo ich jetzt bin. Es regnet draußen, es ist kalt. Da ist es immer 30 Grad gewesen, 40 Grad. Also es muss nicht Antalya sein, aber es sieht ja hier auch ganz stark nach einer Küstenregion aus, wo es schön warm ist. Ja, Mann. Okay, jetzt kommt hier noch ein bisschen Werbung. Die könnt ihr euch dann selber gönnen, Leute, oder? Kommt noch was? Okay, das ist vielleicht ein Album von dem, was rauskommt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es tut mir sehr leid, Leute. Ja, Arabamla, ein Song, der mich nicht krass geflasht hat, aber war sehr schön, sehr sommerlich. Die türkischen Parts haben mir sehr gefallen. Und es war ziemlich entspannt, das anzuhören. Also Props an die beiden Jungs auf jeden Fall. Hat dir das Song bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.